Herzlich willkommen hier bei BusinessGadgets.net, mein Name ist Tillmann und ich präsentiere heute den Trockenrasierer Remington Smart Edge Pro XF8700. Wenn wir uns gemeinsam einmal hier die Vorderseite der Verpackung ansehen, sehen wir hier direkt unter Plastik das Produkt einmal schön präsentiert. Hier weitere Informationen. Die Scherblätter eignen sich auch sehr gut für längere Barthaare. Ansonsten sind hier noch Informationen, dass das Gerät 100% wasserdicht ist, mit einer Lithiumbatterie versorgt wird und eine LED-Display hat, was über den Ladezustand Auskunft gibt. Hier wird auch noch auf die 100-Tage-Garantie aufmerksam gemacht. Das heißt, wenn euch das Gerät nach 90 Tagen nicht gefallen sollte, könnt ihr es ganz bequem an Remington zurückschicken und erhaltet euer Geld zurück. Über die näheren Bedingungen möchte ich jetzt nicht eingehen, aber das kann man sich ja selber anschauen, wenn man das Gerät im Laden in den Händen hält. Hier sehen wir noch einmal das Gerät selbst. Auf das Gerät bietet Remington 2 Jahre Garantie, aber wenn ich mich online registriere, innerhalb der 28 Tage Abkauf, erhalte ich ein weiteres Jahr Garantie. Hier werden nochmal die einzelnen Features des Rasierers aufgeführt, unter anderem die Aktiv-Hybrid-Technologie trimmt längere Haare, bevor kurze Haare exakt geschnitten werden. Dann die Lift Logic Folien, multidirektionale Öffnung, stellen anliegende Haare aus allen Winkeln auf. Die Akku-Cut Klingen für eine sanfte Rasur mit weniger Vibrationen und Lärm. Der Pivot Assist Plus und Constant Contour Technology, maximaler Kontakt und Komfort. Das Ganze eignet sich für eine Nass-Trockenrasur, für eine bequeme Anwendung wasserfest. Wie ich eben schon erwähnt habe, Lithium betrieben mit einer Akkulaufzeit von 60 Minuten und ansonsten hier noch eine Komfort-Trimmklappe. An den Seiten sind hier noch weitere Informationen aufgeführt, wie zum Beispiel das Gerät 90 Minuten benötigt, um sich komplett aufzuladen, dass eine Ladestation mit dabei ist, eine Reisetasche und auch eine Transportverriegelung. Öffnen wir jetzt einmal gemeinsam die Verpackung, um einen Blick hineinzuwerfen. Ich schneide hier einmal auf allen Seiten das Klebeband durch. Dann können wir hier auch einmal gemeinsam hereinschauen. So, ich glaube, das müssten jetzt 3 Stück gewesen sein. Ziehen wir hier einmal den Nippel raus. Öffnen das Ganze und schauen, was sich darin befindet. Einmal herausziehen, dann fällt uns hier schon allerhand entgegen. Ich lege einmal die Pappe an die Seite. So. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wie wir hier an die Ladestation kommen. Hier einmal das auf. So, das soll es auch gewesen sein. Ich lege jetzt einmal die Verpackung an die Seite. Und dann schauen wir uns alles einmal gemeinsam an. So. Wie üblich, der Papierkram zuerst. Einmal hier eine recht umfangreiche Anleitung, die natürlich in mehreren Sprachen ist, von Englisch über Deutsch, Holländisch, Französisch und so weiter. Gibt Auskunft über die Bedienung des Gerätes, Reinigungshinweise und so weiter und so fort. Schauen wir uns jetzt nicht näher an. Dann haben wir hier noch die Kontaktinformationen, falls Probleme mit dem Gerät sind, die ganzen Support-Telefonnummern auch aufgeführt für alle Länder. Das heißt, bin ich jetzt mal im Ausland unterwegs und der Rasierer geht kaputt, ich bin jetzt länger, kann ich mich direkt an das lokale Service Center wenden. Dann schauen wir uns das Zubehör hier einmal an. Dann haben wir hier das Ladekabel mit einem deutschen Stromstecker, welches sowohl, ich habe gerade gedacht, bei manchen Konkurrenzprodukten kann man nämlich das Ladekabel auch direkt an den Rasierer anschließen. Das geht jetzt hier nicht. Wir haben hier nur, wie ihr sehen könnt, 2 Kontakte und der Rasierer lädt sich über die Ladestation auf. Ist ein bisschen schade, man will nicht immer zwangsweise ein zusätzliches Teil mitnehmen, weil es dann doch etwas mehr Gepäck bedeutet, auch wenn es jetzt nicht besonders schwer ist. Ist eine persönliche Entscheidungssache. Dann haben wir hier
noch einen Transportdeckel, um die Scherenblätter zu schützen, ein Reinigungsbürstchen. Dann schauen wir uns den Rasierer noch einmal gemeinsam an. Hier haben wir den Einschaltbutton, ist sogar Strom drauf. Könnt ihr mal hören, wie laut das Ding ist. Ich halte es mal ans Mikro. Hier wird auch angezeigt die Akkulaufzeit. Der sagt jetzt hier 60 Minuten. Wenn ich das Ganze jetzt länger laufen lassen würde, würde die Laufzeit natürlich runtergehen. Hier ist die Trimklappe, wie auf den Bildern bereits gesehen. Und möchte man die Bürste jetzt reinigen, dann kann man hier die Kappe abnehmen. Kann man das Ganze hier abnehmen und mit der Bürste sauber machen. Ansonsten, hier ist das Ganze mit einem Klavierlack überzogen. Hier an den Seiten ist es gummiert für eine erhöhte Griffigkeit. Und wie sich der Rasierer dann im Test schlägt, könnt ihr auf unserem Blog dann lesen. Hat euch dieses Video gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Falls Fragen zu dem Gerät sind, hinterlasst einen Kommentar. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch bitte unseren Kanal.